Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeons of Adara Blood Magic. Wir machen weiter Random Quests, um noch ein bisschen zu leveln und Gear zu pumpen. Hab letzten Run einen neuen Ring gefunden mit Magic Damage und Feind, Magic Feind und auch Weapon Damage und eine Halskette, die plus Magic Damage absolut hat und prozentual nochmal 7%. So, das ist halt absolut und prozentual noch pusht. Das werden wir halt auch in Zukunft suchen, dass wir beides auf den Items drauf haben. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Schnaps sammeln, mach mal. Ja, zu dritt auf einen. Das passt. Okay, ist nicht so für Nahkampf geeignet. Dauert eine Weile, bis er zündet, der Spruch. Wow. Oh, nice attack. Neuen Truhentyp haben sie eingeführt hier. Sieht ein bisschen anders aus als normal. Ja.
verarscht. Oh, ja, mal den Key schon mal gefunden, das ist gut. Das ist immer ein bisschen kritisch in dem Level hier. Einen Schlüssel zu finden, damit man dann weiterkommt am Ende. Ja, in dem Spiel geht es echt nur um Gear, also um Klamotten. Die Gegenstände haben keine Levelbegrenzung. Das bedeutet, jeder Char kann jedes Item tragen. Egal welches Level. Oh, der Spruch hat jetzt gerade beide gedamaged. Die standen nebeneinander und ein Spell hat beide ganz schön gebasht. Gut zu wissen. Ja, also ich konnte mit dem Dual-Wheel-Char, also mit dem ersten Char, aus der anderen Playlist Gear sammeln, in die Tour legen und der Level 1 Noob-Char konnte das auch sofort anziehen. So, dass es hier wirklich knallhart um Gear geht. So. Ist mal eine nice Abwechslung zu den anderen RPGs, wo es immer mit alles mit Levelbeschränkung ist. Auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Dass man jedes Item, wie krass es auch ist, als Level 1 anziehen kann. So kann man auch dann super schnell halt Noob-Chars hochspielen. Wie ich das jetzt hier mit dem Magier gemacht habe. Es hat sogar bis Level 9 gedauert, bis ich den Trainer kaufen konnte für Blood Magic. Der war relativ teuer. Aber dann kann ich sofort loslegen mit der Zauberei. Ah, oh, die Berserker, das ist auch cool. Neuer Gegnertyp. Mein Dude erledigt. Er hat krass Leben, Alter. Okay.
weicht doch noch aus. Nice. Nicht denn hier gelandet. Und der füllt echt nicht den Medi-Slot nach. Ich habe 11 rote Medis in der Tasche. Tut er nicht in den Slot rein. Muss man scheinbar in der Stadt reinmachen, damit er das aktualisiert. Der aushält an Damage, das ist krass. Okay. Krass. Oh. Mine fallen gelassen oder was? Ist die Wolke krass. Kann scheinbar immer nur einen Medityp mitnehmen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt wieder. Dass der dir irgendwie nie reinhaut hier. Legendary Drop. Oh. Leider kein Magic Damage drauf. Müssen wir uns in der Stadt nochmal angucken. So eine der Kackboss hier. Ohne Medis werde ich erstmal wieder ein bisschen auf Entfernung bleiben. Wo sind sie hin? Oh.
Reduce. Puh. Ja, ohne Medi ist ein bisschen riskanter, da musste ich da ein bisschen rumlehnen. So, Geschwindigkeitsbonus. Plus 4 Schaden. Hm. 2% Chance beim Angriff den Gegner benommen zu machen. Das ist nice. Minus magischer Fund. Gefällt mir nicht so, weil ja Gier wichtig ist. Und die Qualität dann der Drops sinkt. Und Schaden brauchen wir nicht wirklich. Also es ist ja normaler Waffenschaden. Geschwindigkeit oder nehmen wir das? Gegner benommen machen. Könnte ganz gut helfen, wenn ihr ab und zu mal die Gegner nichts mehr machen können. Verlut. Gut, dann checkt die Playlist und bis zum nächsten Video. Danke, tschüssi.